Hallo Dresden! Hallo liebe Zuschauer am Livestream, ich eröffne die Veranstaltung. Wie immer erst die Auflagen. Auch wenn wir heute am Platz stehen, die Fahnen und Transparenzstangen dürfen eine Höhe von 2 Metern nicht überschreiten. Also bitte nehmt's runter, sonst gibt's Ärger. Für die Versammlung wird ein Verbot des Ausschanks und des Konsums von Alkohol in jeglicher Form angeordnet. Für die Versammlung wird ein Verbot von Mitführen von Hunden angeordnet. Ausgenommen von diesem Verbot ist das Mitführen von entsprechend gekennzeichneten blinden Hunden durch Personen, welche dadurch ihre Sehbeeinträchtigung kompensieren. Während der Veranstaltung wird das Mitführen von Behältnissen wie Flaschen, Bechern, Krügen oder Dosen, die aus zerbrechlichen, splitternden oder besonders harten Material sowie Waffen oder Gegenstände, die als Wurfgeschosse verwendet werden können, beziehungsweise die ihrer Art nach zur Verletzung von Personen, zur Beschädigung von Sachen geeignet und bestimmt sind, verboten. Laserpointer sind auch verboten. Es ist ja heute auch noch ein bisschen hell. Des Weiteren wird das Mitführen von pyrotechnischen Erzeugnissen während der Versammlung verboten. Den Anweisungen der Polizei und den Ordnern ist Folge zu leisten. Auf Flugblättern, Flugschriften und Broschüren muss der Verleger beim Selbstverlag der Verfasser oder Herausgeber benannt sein. Anzugeben sind hier Name, Firma oder Anschrift. Das ist laut Paragraf Sächsischen Pressegesetz so. So, da haben wir's. Ja, ich weiß, beschwert euch. Wir sind ja heute zum Singen hier auf dem Platz. Ich freue mich auch schon ganz dolle. Und als erstes möchte ich jetzt den Lutz begrüßen. Der hat ein paar Kleinigkeiten zu sagen und ja. Lutz, hallo. Guten Tag, Dresden. Freunde, es ist Weihnachten. Oder Weihnachten steht vor der Tür, besser gesagt. Nächste Woche ist es ja dann erst soweit. Und wir haben uns heute hier versammelt, um gemeinsam ein paar Lieder zu intonieren. Ich selber werde mich redetechnisch heute relativ kurz fassen, aufgrund der hochqualitativen Gäste, die wir heute haben. Michael Sturzenberger, Jürgen Elsässer, Andreas Wind, Renate Sandfoss, Andreas Wind von der AfD Berlin, Landtagsabgeordneter. Also, wir haben heute wirklich Hochkaräter hier aufgefahren, haben eine tolle Sängerin dann noch. Also, das werdet ihr hören, weil in der Zeitung, Sächsische Zeitung, hat sich ja wieder überschlagen. Pegida, die Affen krölen und so weiter. Ist natürlich, werden wir mal sehen, ob wir das heute ordentlich intoniert bekommen, ja, die Sache. Traurig für mich an diesem Tag ist, dass unser Oberbürgermeister Hilbert, der ja sprach, ich möchte ein Bürgermeister für alle Bürger sein, dass er heute direkt eine Gegenveranstaltung, ein Weihnacht, die haben ja keine eigenen Ideen, sondern machen auch ein Weihnachtsliedersing. Das macht mich natürlich traurig, weil das ist genau das, was er eigentlich eher beheben wollte, die Gräben in der Gesellschaft wieder überbrücken, Dialog finden und was machen sie? Weihnachtsliedersing gegen Pegida. Tolle Sache, dafür einen herzlichen Dank. Dafür. Wir sind dann gespannt, wir werden dann wieder irgendwie eine kleine Anfrage stellen, wollen dann mal wissen, was das Ganze wieder kam, was da für Geld verschossen wurde wieder. Bei uns halten sich die Kosten ja relativ in Grenzen hier und wir kommen dafür ja auch selber auf, oder ihr kommt damit für auf. Dafür nochmal danke wirklich, dass ihr uns immer wieder das ermöglicht auch. Aber dort geht es aus dem Steuertöpfchen und da hört eigentlich mal der Spaß auf. Wir werden aber mal sehen, wie das in Zukunft sich dann gestaltet. 1 Million Euro sind ja irgendwie, hat er aus seinem Etat zur Verfügung, um den Kampf gegen rechts und solche Projekte da zu fördern. Wo das meist endet, wissen wir alle. Das wissen wir alle, in welche Taschen das dann fließt oder welche Busse damit bezahlt werden, um überhaupt noch ein paar Demonstranten hierher zu kommen nach Dresden, um irgendwas Pegida entgegenzusetzen. Aber das sind ja wirklich, sage ich mal, die Verlierer der Gesellschaft, die dahergefahren werden. Anders kann man es nie sagen. Ja, und damit, wie gesagt, ich werde dann noch immer mal zwischendurch ein paar Worte sagen, aber jetzt freue ich mich unwahrscheinlich drauf, meinen ersten Gast hier begrüßen zu dürfen. Das darf ich ja. Die Ines macht es dann noch amtlich, aber ich darf zumindest mal meine Gäste als Veranstalter, zwar nicht Versammlungsleiter, aber als Veranstalter darf ich mal meine Gäste begrüßen. Michael Sturzenberger. Ja.
Einen wunderschönen vierten Advent, Dresdner Patrioten! Eine fröhliche Weihnachtszeit, sächsische Vaterlandsverteidiger! Freunde, hier in Sachsen können wir es noch weitestgehend unbeschwert feiern. Im Westen sieht es schon ganz anders aus. Willkommen in Ludwigshafen wollte ein 12-jähriger Iraker den Weihnachtsmarkt in die Luft sprengen. Die werden immer jünger, die Dschihadisten. Und das ist keine Fake News, das sind Tatsachen. Hat sogar die Tagesschau darüber berichtet. Ja? Ausnahmsweise haben sie es nicht verschwiegen, wie bei dem Mord an der Maria in Freiburg durch den Afghanen, wo sie gemeint haben, das wäre ja nur regionales Interesse. Gell? Das interessiert ja nur die Freiburger, ob ein Afghane eine deutsche Studentin mordet. Und der Täterschutz sei ja auch wichtig, weil es ja noch ein Minderjähriger sei. Freunde! Was haben wir für die für ein Wort? Und es geht weiter. Der Norddeutsche Rundfunk berichtet, dass ein muslimischer Vater in einer dritten Schulklasse jetzt das Aufführen des Krippenspiels verbieten lassen möchte. Das müsst ihr mal vorstellen. Und zwar mit der Begründung, das wäre eine unzulässige Missionierung. Freunde, da kommt ein Moslem nach Deutschland und sagt, dass das Krippenspiel eine unzulässige Missionierung wäre. Unverschämtheit! Aber Freunde, Freunde, das ist der Islam. Das sind die ersten Vorboten. Heute erfahren wir, dass an einer deutschen Schule in der Türkei verboten wurde, Weihnachten auch nur zu erwähnen. Es darf nicht mehr erwähnt werden. Das ist die sogenannte Toleranz des Islams. Freunde, je mehr Moslems es im Land werden, desto unverschämter und dreister werden ihre Forderungen. Und irgendwann werden sie sich auch nicht mehr mit abschlägigen Antworten zufrieden geben. Sie werden mit Gewalt ihre Forderungen durchzusetzen versuchen. Dresdner Patrioten, wir wollen jetzt ganz laut den linksideologischen Traumtänzern Dampf machen, die sich da hinten beim Zwinger versammelt haben. Ein Sebastian Krumbiegel. Und die Kultusministerin und der Emmeling oder wie sie alle heißen, Freunde. Ich möchte euch ganz laut hören. Dresdner Patrioten, seid ihr damit einverstanden? Dass aus rückgratlosem Einknicken vor dem aggressiven Islam Weihnachtsmärkte in Wintermärkte umbenannt werden? Seid ihr damit einverstanden, dass in vorauseilender Unterwerfung vor diesem Religionsfaschismus St. Martins Umzüge in Lichterfeste umbenannt werden? Seid ihr damit einverstanden, dass aus idiotischer Rücksichtnahme vor dieser intoleranten Ideologie Schweinefleisch aus Kindergärten, Schulen und Kantinen verschwindet? Nein! Freunde, wollt ihr euch kniend unterwerfen oder stehend kämpfen? Freunde, fast täglich erreichen uns die Meldungen von Vergewaltigungen. In Meiningen, das ist schon gar nicht mehr so weit weg. Widerstand! 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 Freunde, es tut so gut, euch zu hören. Das ist die Stimme des Widerstandes. Das ist der deutsche Widerstand, der sich hier in Dresden manifestiert.
Und irgendwann werdet ihr in den Geschichtsbüchern stehen. Deutschland ist stolz auf euch, Dresdner. Freunde, wir bekommen jetzt fast täglich die Meldungen von Vergewaltigungen. Ist ja gar nicht mehr so weit weg, ne? Thüringen, die Einschläge kommen näher. Wurde ein 14-jähriges deutsches Mädchen von einem Afghanen vergewaltigt. In Bad Zwischenahn grapschte ein Flüchtling einer 20-jährigen Frau in den Intimbereich. Der wurde von 8 Polizisten festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg stellte die Ermittlungen ein und teilte allen Ernstes mit. Hört gut zu. Es ist durchaus denkbar, dass der junge Mann Ihnen auf diese Weise sein Interesse an Ihnen ausdrücken wollte. Lutz sagt mir gerade, er wurde auf Facebook gestern gesperrt, weil er diesen Artikel gepostet hat. Es ist unglaublich, diese Zensurmaschinerie von Maas und Kahane und Co. wird immer schlimmer. Und die Kahane, die kennt ihr noch gut, gell? Die hat euch in der DDR bespitzelt. Eine widerliche Stasi-Schnüfflerin. Und dafür hat sie westlichen Kaffee und Zigaretten und Schnaps und D-Mark bekommen. Und die wurde von Maas beauftragt, uns zu beschnüffeln. Und das ist das Ergebnis. Lutz wird gesperrt, nur weil er einen Artikel postet. Freunde, und nach dem Mord an Maria wurden ja eine Woche lang eine Talkshow nach der anderen gesendet. Und überall unisono. Bloß kein Generalverdacht gegen Flüchtlinge. Und Vergewaltigungen haben nichts mit dem Islam zu tun. Freunde, ich weiß, ihr lasst euch nicht dreist anlügen. Denn Vergewaltigungen haben direkt mit dem Islam zu tun. Es gibt genügend Imame und Rechtsgelehrte, die folgenden Vergleich ziehen. Setzt man einer Katze rohes Fleisch vor, ist es nicht die Schuld der Katze, wenn sie es frisst. Das heißt, Freunde, die Frauen sind selber schuld, wenn sie von Moslems vergewaltigt werden, wenn sie leicht bekleidet und unverhüllt rumlaufen. So schaut's aus, Freunde. Außerdem gelten Frauen, die vor der Ehe Sex haben, wie es bei uns in unserer freien Gesellschaft üblich ist, als Freiwild. Sie rangieren auf demselben Level wie Prostituierte. Und deswegen ist es kein Wunder, wenn Moslems am Fließband hier unsere deutsche Frauen vergewaltigen. Wollt ihr das? Nein! Patrioten, sorgt dafür, dass Sachsen deutsch bleibt. Im Westen sieht es schon ganz anders aus, Freunde. Frankfurt, 43% der Bevölkerung haben einen Migrationshintergrund. Und bei den unter 6-Jährigen, das sind schon 70%, der Geburtendschihad ist im vollen Gange. Stuttgart, 38% Migrationshintergrund, 60% bei den unter 6-Jährigen. Das Bevölkerungswachstum in Europa besteht seit 25 Jahren zu 90% aus islamischer Zuwanderung. Wir werden islamisiert durch den Dschihad within. Durch den Geburtendschihad, den sie bei uns anrichten. Freunde, in Köln haben wir gesehen, wie erschreckend sich die Islamisierung auswirkt. In der Silvesternacht haben Horden von hunderten Moslems über 1000 deutsche Frauen begrapscht, belästigt, beklaut und vergewaltigt. Und jetzt, Freunde, steht wieder Silvester vor der Tür. Mit einem massiven Polizeieinsatz verhindern, dass sich das wiederholt. Das Areal um den Kölner Dom und den Hauptbahnhof wird zu einem Hochsicherheitstrakt. Es gibt Einlasssperren, Böllerverbot und ein massives Polizeiaufgebot. 1500 Landespolizisten, 300 Bundespolizisten, 350 städtische Mitarbeiter, 250 beauftragte private Sicherheitskräfte und über 400 Feuerwehrleute. Freunde, ein Wahnsinn! Wenn Moslems Ausgangssperren an Silvester hätten, bräuchte man keinen einzigen Polizisten in Köln.
Und jetzt der SPD-Fuzzi Ralf Stegner. Der verharmlost diese islamische Massenbelästigung. Er sagt, die Union hat die Kölner Silvesternacht instrumentalisiert, um nach rechts zu rücken. Die Hilfsbereitschaft, wie etwa am Münchner Hauptbahnhof, rückte in den Hintergrund. Stattdessen wurde Stimmung gemacht gegen Flüchtlinge. Sauer, gell? Pöbelralle nennt man ihn, gell? Den Ralf Stegner. Das ist zwar ein sozialistischer Hinterwäldler, aber er hat es in der Scharia-Partei zum Fraktionschef im Landtag von Schleswig-Holstein gebracht. Und jetzt, Freunde, kommt der größte Schwachsinn von Pöbelralle. Er sagt, hört gut zu, wer vor der Islamisierung Deutschlands warnt, braucht medizinischen Rat. Der glaubt, wir wären krank, weil wir vor der Islamisierung waren. Also ich glaube, der Einzige, der in die geschlossene medizinische Betreuung gehört, ist dieser Ralf Stegner von der Scharia-Partei. Ein völlig ahnungsloser, linksgestörter Betonideologe, der in einem kompletten Paralleluniversum vor sich hin vegetiert. Aber von denen gibt es massenhaft. Stegner, Merkel, Maas, Schäuble, Gabriel Roth, wie sie alle heißen. Keiner von ihnen, Freunde, hat auch nur die geringste Ahnung vom Islam. Der größten Bedrohung unserer Sicherheit. Und deswegen ist jeder einzelne dieser Politiker ein Sicherheitsrisiko für Deutschland. Aber Freunde, der Wind dreht sich. Das wichtigste politische Ereignis in diesem neuen Jahrtausend war Donald Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Er hat es gezeigt, wie man es dem gesamten verlogenen Establishment richtig zeigen kann. Bravo, Donald Trump! Und sein Kabinett nimmt langsam Formen an. Er hat Michael Flynn, früher Generalleutnant der US-Armee, zu seinem nationalen Sicherheitsberater gemacht. Sagt, hört gut zu, der Islam ist eine politische Ideologie, die sich dahinter verbirgt, eine Religion zu sein. Der Islam ist wie Krebs, in diesem Fall wie ein bösartiger Krebs. Er hat Metastasen ausgebreitet. Das, Freunde, sagt der nationale Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten. Und ich, Freunde, der etwas absolut Vergleichbares zu dem Islam gesagt hat, auch mit einem Krebsgeschwür verglichen hat, ich werde durch die Gerichte seit 3 Jahren gejagt. Das ist der Unterschied zwischen den USA und Deutschland. Und mit Donald Trump wird sich eine Zeitenwende ereignen. Trump wird zusammen mit Putin den islamischen Staat zerstören. Und daher hat Trump auch den Rex Tillerson zum Außenminister gemacht, der ein enger Freund von Putin ist. Das wird uns noch viel Freude bereiten. Denn wenn der islamische Staat zerstört ist, hat dieser bösartige Tumor, dieser Terrorkrebs seine Heimstation verloren. Und dann ist Syrien auch endlich befreit von dem Terrorismus. Und dann können die syrischen Flüchtlinge alle wieder zurück und ihr Land aufbauen. Unter einem Präsidenten Assad, der immer für Toleranz war, der den Christen immer Sicherheit gegeben hat. Keiner, der wirklich moderat und modern und friedlich ist, braucht Syrien unter Assad zu verlassen. Es sind nur die Fundamentalmoslems, die Extremisten, die hierher kommen und hier dann auch irgendwann einen islamischen Gottesstaat aufbauen wollen. Und das werden wir verhindern. Denn uns droht der Anfang einer heftigen Auseinandersetzung, die Samuel Huntington schon vor 20 Jahren vorhergesehen hat, den Clash of Civilizations. Und was da noch alles passieren wird,
Das wird all den naiven Multikulti-Fantasten Schockerlebnisse bescheren. Ein paar von diesen Multikulti-Fantasten sind da hinten beim Zwinger. Ja? Das Bündnis Dresden Respekt. Unter ihnen die sächsische Kultusministerin Brunhild Kurt. Freunde, die wollen sich Ausgrenzung und Respektlosigkeit entgegenstellen. Patrioten, wollt ihr Respekt vor einer totalitären Ideologie haben, die euch unterwerfen und bei Gegenwehr töten möchte? Wollt ihr tolerant sein zu einem religiösen Faschismus, der euch als minderwertige Wesen ansieht, schlimmer als das Vieh, weniger wert als Tiere? Wollt ihr eine sogenannte Religion akzeptieren, die unsere unverhüllten Frauen als Schlampen diffamiert, die selber schuld sind, wenn sie von Moslems vergewaltigt werden? Dort drüben, bei diesen realitätsfernen und faktenbefreiten, linksideologisch verstrahlten, ist auch der Prinzensänger Sebastian Krumbiegel. Hört euch an, Freunde, was der für einen Stuss absondert. Gerade kurz vor Weihnachten ist es wichtig, all die engagierten Leute zu ermuntern, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen und die jeden Tag zeigen, dass Rassismus, Antisemitismus, Homophobie und Fremdenfeindlichkeit in unserem Leben nichts zu suchen haben. Klein Sebastian, ein bisschen Nachhilfeunterricht für dich. Der Islam ist keine Rasse, folglich kann Islamkritik auch kein Rassismus sein. Wir kritisieren die verfassungsfeindlichen Bestandteile einer totalitären Ideologie im Deckmantel einer Religion. Und das völlig zu Recht. Wir hier sind 0,0 fremdenfeindlich. Wir sagen, es ist nicht wichtig, wo jemand herkommt, sondern was er im Kopf hat, was er denkt, was er sagt und was er macht. Aber all diejenigen, die sich hier nicht einfügen wollen, die uns ihren Religionsfaschismus aufzwängen wollen und uns feindlich gesonnen sind, die haben hier nichts zu suchen. Freunde, wir sind auch absolut nicht antisemitisch, ganz im Gegenteil. Wir stehen an der Seite des israelischen Volkes, das genauso den islamischen Terror vor seiner Tür hat wie wir. Und wir haben heute hier einen AfD-Landtagsabgeordneten aus Berlin, den Herrn Wind, und er zeigt mit seiner israelischen Fahne, dass wir solidarisch sind mit dem israelischen Volk. Das sind auch Demokraten, das sind unsere Brüder und Schwestern, die genau den Islamterror vor Augen haben. Freunde, und wir sind auch nicht homophob, wie der Krumbiegel vor sich hin fantasiert. Ja? Wir sagen, jeder kann in seinem Schlafzimmer machen, was er will, solange es nicht gegen den Willen des anderen ist. Ja? Aber wir sind dagegen, dass in unseren Schulen den Kindern die Homosexualität schmackhaft gemacht wird und sogar richtig eingeredet wird. Das wollen wir nicht. Und wir sind auch gegen die Frühsexualisierung unserer Kinder im Schulunterricht, wie es diese Grünen jetzt in Baden-Württemberg machen, wo sie an der Regierung sind. Und da regt sich auch Gott sei Dank Widerstand. Die Demo für alle kriegt Tausende auf die Straßen. Und das wird zeigen, dass den Grünen das Handwerk gelegt wird. Widerstand! 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 Der Jürgen Elsässer, der heute auch noch reden wird, hat mit seinem Kompakt Magazine Sonderausgabe nie wieder Grünen gemacht. Freunde, lest es euch durch. Da wird gezeigt, was das für eine gefährliche Partei ist. Wir sagen immer Melonenpartei, gell? Außen grün, innen rot mit braunen Kernen.
die faschistischen Nachfolger nur unter anderen Vorzeichen einer dunklen Zeit. Das sind die Grünen. So, Freunde, und der Sebastian Krumbiegel, der hat auch noch gesagt, der Islam gehört zu Sachsen. Der Typ, der lebt wirklich komplett in einem Paralleluniversum. Der kriegt gar nichts mit. Der soll singen, aber die Klappe halten zur Politik, von der er keine Ahnung hat. Eine aktuelle Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung hat jetzt ermittelt, dass jeder dritte Moslem in Deutschland für eine wörtliche Auslegung des Korans ist. Freunde, da steht unter hunderten Hassbotschaften drin, zum Beispiel, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben und nicht die Religion der Wahrheit befolgen, bis sie den Tribut aus der Hand entrichten und gefügig sind. Sure 9, Vers 29. Freunde, in diesem Vers steht das gesamte Programm des Islams. Alle Ungläubigen bekämpfen, bis sie sich unterworfen haben, bis sie die Scharia akzeptieren und Tribut bezahlen. Und das, Freunde, ist um jeden Preis zu verhindern. Aber wenn wir uns wehren, Freunde, da gibt es noch andere Botschaften im Koran. Diener, wo immer ihr sie findet, ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Sure 9, Vers 5. Freunde, das blüht uns, wenn wir nicht im Islam jetzt, solange es noch wenige sind, endgültig die Zähne, die Reißzähne ziehen. Und das machen wir, Freunde. Aber unsere Gegner versuchen uns zu bekämpfen mit allen möglichen unlauteren Mitteln. Jetzt haben sie auch noch den Begriff postfaktisch erfunden. Postfaktisch. Und die Gesellschaft für deutsche Sprache hat dieses postfaktisch auch gleich zum Wort des Jahres erklärt. Damit wolle die Jury das Augenmerk auf einen tiefgreifenden politischen Wandel richten. In der Begründung heißt es, passt gut auf, alle Bevölkerungsschichten sind in ihrem Widerwillen gegen die da oben bereit, Tatsachen zu ignorieren und sogar offensichtliche Lügen bereitwillig zu akzeptieren. Freunde, das ist der Gipfel der Dreistigkeit. Die drehen den Spieß komplett um. Ich frage euch, wer lügt hier ständig? Wir oder die? Jawohl, Freunde, die lügen. Die lügen uns die Hucke voll. Und ich sage euch eins, 2017 wird das Jahr des konservativ, patriotisch, bürgerlichen Widerstandes. Im März wird Geert Wilders die Parlamentswahlen in Holland gewinnen. Im April wird Marine Le Pen Staatspräsidentin in Frankreich. Und im September wird die AfD mit einem hervorragenden zweistelligen Ergebnis frischen Wind in den Bundestag hineinblasen. Und ihr alle habt daran einen großen Anteil. Danke, Sachsen! Danke, Michael Schutzberger. Widerstand! 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 So, das war ja eine super Rede. Und somit kommen wir jetzt zum ersten Lied. Ich darf euch die Jana vorstellen, das ist unsere Sängerin heute. Hallo. Jana ist in Dresden geboren, also ein Urgestein sozusagen von uns. Und ich denke mal, Jana, ja, los geht's. Ja, sehr gerne. Habt ihr alle eure Liedtexte? Ja, ich will euch hören, okay? Wir machen das a cappella. Und ihr müsst natürlich viel lauter sein als ich, okay? Okay. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind, kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus. Geht auf allen Wegen
zur Seite stellen und erkannt, dass es Träumius Leute an der lieben Hand. Sehr schön. Dankeschön. Bis gleich. So. Wir wollen keine Asylantenschweine. Wir hatten jetzt ein bisschen Tonprobleme, das habt ihr vielleicht gemerkt, es wird noch ein bisschen eingestellt. In der Zwischenzeit begrüße ich unsere nächste Gastrednerin, und zwar die Renate Sanfoss. Ach, Leute. So, hallo. Liebe Dresdner, ich grüße euch. Oder soll ich euch lieber politisch korrekt nach Merkel bei mir begrüßen? Liebe Menschen, die ihr schon länger in diesem Land seid. Alleine für diesen einzigen Satz sollte man Merkel aus dem Land jagen. Es steckt all die Abgründe. Ja, sogar Hass gegenüber den ihr anvertrauten Bürgern dahinter, die dieses Land mit ihrer Hände Arbeit aufgebaut haben. Da stellt sich doch die Frage, warum sich Frau Merkel eigentlich wieder zur Wahl stellt. Liebe zu unserer Heimat Deutschland kann es nicht sein. Vom deutschen Volk darf man ja noch nicht mal mehr reden. Das befindet sich dank Merkels sensationeller Flüchtlingspolitik in Auflösung. Die Parole, wir sind das Volk, wird laut Kanzlerin in keiner Weise angebracht, denn wer das Volk sei, das bestimmt immer noch sie. Und eines wäre klar, die Leute von Pegida lautstark für sich in Anspruch nehmen, wären es garantiert nicht. Doch da täuscht sie sich gewaltig. Es werden nämlich immer mehr, die aufwachen. Die ständig retuschierten und zurechtgebogenen Meldungen in den Medien nimmt doch überhaupt keiner mehr ernst. Auf der Fahrt hierher habe ich mich mit einigen Menschen über Pegida unterhalten. Ja, das war mutig. Es waren auch einige Dresdner darunter. Ich habe sie gefragt, warum sie sich hier nicht auf unseren Montagsspaziergängen sehen lassen würden, warum sie das uns nicht anschließen. Denn ich merkte aus ihren Äußerungen, dass sie eigentlich so denken wie wir. Und dann kam eine Antwort, die sehr, sehr typisch ist. Weil wir uns zu wenig informiert fühlen, um alles sicher beurteilen zu können. Dass hier von den Medien viele Lügen verbreitet werden, das wissen wir. Doch wir haben nicht die Zeit und nicht die Möglichkeit, die Wahrheit zu erforschen. Darum halten wir uns zurück. Doch ich sage euch, was soll noch alles passieren, bis die Bürger sich alle zusammen erheben und gegen die Regierenden aufstehen? Jeden Tag ein neues Gewaltverbrechen, das einem den Atem raubt, an Verrohtheit, Seelenlosigkeit und Bestialität kaum zu überbieten. Und versuchen sogar schon 12-jährige Nagelbomben auf dem Weihnachtsmarkt zu zünden. Okay. Gerade in den letzten Tagen, und das habt ihr bestimmt hier auch erlebt, warten sich hier illegal eingedrungene Asylbegehrer unter Führung der Moscheen und von Pro-Asyl zusammen und gehen zu Tausenden auf die Straße, um für ein lebenslanges Bleiberecht zu demonstrieren.
Was für eine Frechheit! Mit welchem Recht? Das wäre ja das Gleiche, als wenn ein Mensch, der in ein schmuckes Einfamilienhaus einbricht, sich unter Androhung des Selbstmordes weigern würde, die noble Unterkunft auch wieder zu verlassen, weil er sich es da drinnen gemütlich gemacht hat. Wo soll das alles enden? Unsere Aufgabe hier ist es, zu informieren und aufzuklären, was wirklich hinter den Kulissen vor sich geht, um das einseitig polarisierende Bild wieder gerade zu rücken, Zusammenhänge zu erklären. Die Einschläge kommen immer näher. Ich höre in letzter Zeit von so vielen Fällen sexueller Übergriffe, übrigens auch auf Kinder, in meinem direkten Umfeld. Und ich wohne im verträumten Schwarzwald. Es wird mir Angst und Bange. Wir dürfen nicht schweigen. Wenn so etwas passiert, wir dürfen nicht den Mund halten, wir dürfen es nicht unter den Tisch kehren. Lasst euch nicht entmutigen, denn wir sind die Laus im Pelz der Kanzlerin. Uns kann man nicht übersehen, nicht überhören, nicht ignorieren. Es gibt einen wunderbaren Spruch, den wir uns merken sollten. Damit die Bösen gewinnen, reicht es, wenn die Guten nichts tun. Und genau aus diesem Grund haben wir uns hier versammelt. Wir zeigen klar und deutlich mit unserem Protest, so nicht, Frau Merkel. Wir lassen es nicht zu, dass Sie unsere Heimat mit Karacho an die Wand fahren, denn wir haben nur die eine. Wer die moralischen Größen waren, erliegt, allen Gescheiterten und Gestrandeten dieser Welt Zuflucht zu gewähren, der zerstört seine eigene Lebensgrundlage. Der Hochverrat ist politisch korrekt geworden. Unsere Regierung begeht jeden Tag Verrat am kulturellen Erbe Deutschlands. Das kommt einem politischen Selbstmord um des Landes gleich. Ich frage euch, wollen wir dabei stumm zusehen? Wie wollen wir das später unseren Kindern und Enkeln erklären? Wir haben ihnen gegenüber eine Verantwortung. Wenn ich mich in Städten wie Berlin, Frankfurt oder Hamburg so umsehe, denke ich oftmals, ich wäre in Tanger und nicht in Deutschland. Ich komme mir dann vor wie ein Stück Würfelzucker in einem heißen Tee. Wir verlieren unsere Identität, wir nicht mit uns geschehen lassen. Ihr seht, es gibt viel zu tun. Packen wir es an und gemeinsam sind wir stark. Widerstand, 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 Widerstand. Doch zunächst begehen wir im Kreise unserer Lieben das Weihnachtsfest. Der Christbaum und die Krippe sind unsere wunderschönen christlichen Symbole. Und die lassen wir uns nicht nehmen von niemandem. Über allem steht die Heilsbotschaft. Friede den Menschen auf Erden. Möge sie in Erfüllung gehen. Eine besinnliche Weihnacht. Ein zufriedenes Nachdenken über Vergangenes, ein wenig Glaube an das Morgen und Hoffnung für die Zukunft. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Frohe Weihnachten. Danke, Anne-Renate. Bevor wir singen, ich noch mal kurz. Ich gehe jetzt gleich mal weiter. Wir haben gerade eine Weihnachtsüberraschung bekommen. Und das möchte ich euch sagen. Ja, erinnert euch, wir machen ja diese Aktion Lügenpresse Abo kündigen. Dafür gibt es das T-Shirt. Jetzt war gerade ein Herr, der möchte aber anonym bleiben. Bei uns, und wir haben ja den jungen Elsa-Freund hier auch zu Gast, der ist schon informiert. Der hat uns 100 Abos, Jahresabos, gerade bezahlt für das Kompakt-Magazin. Das heißt,
Die, die die Lügenpresse kündigen, uns, wie gesagt, diesen Kündigungsnachweis bringen, also die Kündigungsschreiben und die Bestätigung der jeweiligen Presse, bekommt ein Jahresabo von Compact Magazin von uns dazu. Die, die es schon haben, mittlerweile, wir haben eine, vielleicht um die 40, 50 Kündigungen letzte Woche bekommen, weil sich das wahrscheinlich da auch richtig rumgesprochen hat, ich hatte es vor mehreren erwähnt, die brauchen keine Angst haben, die sind auch schon mit erfasst, die bekommen das, also es geht keinem was vor. Aber ab jetzt gibt es immer eins, hat auch gesagt, wenn es mehr werden, dann legt man noch was drauf. Man darf jetzt mal nicht vergessen, das Compact Magazin hat was für einen Jahrespreis bei dir? 59,40 kostet das Jahresabo und hat gerade 100 Stück da uns gespendet. Also ein Riesenapplaus, finde ich ganz toll. Schmeckt darüber einfach mal so 6.000 Euro in die Hand zu nehmen und zu sagen, so jetzt hier Feuer frei, finde ich ganz toll. Und damit singen wir jetzt eine Runde, das zweite Lied, und dann spricht der Jürgen. Ich übergebe mal an unsere Sängerin, an Diana. So, jetzt haben wir einen besseren Ton, also das Mikro. Ihr habt euren Text, ich suche mal noch. So. Ja, ich glaube, Stille Nacht. Ab hier? Super. Okay. Stille Nacht, heilige Nacht, alles still, einsam war, nur das rote Hoch, heilige Gott, holde Knall im lockigen Nacht, schlau in ich bin Deutscher und ich werde nicht zulassen, dass unser Deutschland vor die Hunde geht. Und es wird vor die Hunde gehen, wenn wir diese Regierung nicht stoppen. Wir haben jetzt gerade letzte Woche die neuesten Zahlen bekommen vom Statistischen Bundesamt. Demnach sind im Jahre 2015 ungefähr 2 Millionen Bürger ausgewandert, fleißige Deutsche und auch einige fleißige Migranten, die es hier nicht mehr ausgehalten haben. Und dafür sind 2 Millionen reingekommen. Das heißt, wir haben es zu tun mit einem Bevölkerungsaustausch, der von der eigenen Regierung angetrieben wird. Und wenn die Regierung das Volk austauschen will, dann muss das Volk die Regierung austauschen. Widerstand! 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 Widerstand!
Wir sind hier im schönen Sachsen, im Herzen des Widerstands, aber wir vergessen nicht unsere Brüder und Schwestern in der islamisch besetzten Zone in Westdeutschland. Wir halten die Fackel der Freiheit hoch und wir denken an die Schülerinnen und Schüler in Bremen, in Hamburg und im Ruhrpott zum Beispiel, die nicht mehr in der Schule Weihnachten feiern können, weil ängstliche Lehrer und feige Schulleitungen vor dem Druck der islamischen Lobby einknicken und das Krippenfest und den Weihnachtsbaum und den Weihnachtsmann verbieten. Und ich sage euch, ihr Schülerinnen und Schüler, lasst euch das nicht gefallen, wehrt euch, denn ihr seid unsere Kinder, ihr seid Deutschland. Und ich will noch mal was sagen zu Maria in Freiburg. Josef und Maria, das ist die Dreieinigkeit an Weihnachten. Aber Maria wurde in Freiburg ermordet. Und wie hat das Land reagiert? Das war ja, wir haben uns ja schon daran gewöhnt, dass die Lügenpresse und das Merkel-Regime und seine Hofschranzen, dass denen unser Schicksal egal ist. Aber in dem Fall traf es ja eine eigene. Es traf ja mit Maria ein Mädchen aus einer politischen Familie. Der Vater ist ein hoher Bürokrat der Europäischen Union in Brüssel. Und dieses Mädchen, diese Maria, war selber in der Flüchtlingshilfe aktiv. Das heißt, die wäre heute gar nicht unbedingt unter uns. In dem Fall wurde also eine Frau ermordet, die Hilfe geben wollte von einem, der angeblich Hilfe gebraucht hat. Und trotzdem sagt die ARD und die GEZ-Medien, das ist ein regionales Ereignis. Das heißt, diese Bagage lasst zu, dass ihre eigenen Töchter geschlachtet werden und nicht mal in dem Fall stehen sie auf und machen Protest und man sieht die Mädchen nicht in Freiburg und sie kommt nicht zum Gottesdienst und sie kommt nicht an das Grab und sie spuckt auf die Opfer des eigenen Volkes und macht den Kniefall vor den muslimischen Mördern. Das ist die Schande in Deutschland. Jetzt hat der Michael Stötzenberger hat schon sehr viel gesagt von dem, was ich eigentlich sagen wollte in seiner hervorragenden Rede. Deswegen kann ich mich ein bisschen kürzer fassen und dem Ralf Stegner diesen Hasspiegel am Arsch des deutschen Volkes versprengen. Aber ich habe ja noch den Sigmar Gabriel. Der hat doch tatsächlich nach Freiburg gesagt, christlichen Morde gab es schon, bevor der erste Syrer und Afghanen nach Deutschland kam. Lieber Sigmar Gabriel, die Grundrechenarten lernt man vielleicht auch in der Klipschule der SPD. Deshalb soll mal einiges vorgerechnet werden. Gab es Morde und Vergewaltigungen schon vorher, aber das ist doch kein Vergleich. Wir haben die Zahlen der Polizei über das Jahr 2015 über alle Formen der sexuellen Gewalt aufgeschlüsselt nach Nationalitäten. Daraus ergibt sich, bei sexueller Gewalt ist von 10.000 Deutschen ein einziger tatverdächtig. Wobei als Deutsche da gerechnet werden auch die Passdeutschen. Türken sind 7 tatverdächtig. Und von 10.000 Afghanen über 60. Das heißt, man kann doch unseren Frauen nur raten, tatsächlich mit einem gewissen begründeten Vorurteil auf die Straße zu gehen. Und die Gefahr für eine Frau, von einem Afghanen vergewaltigt zu werden, ist 60 Mal höher, als von den Deutschen vergewaltigt zu werden. Das ist die Lage
Und das zeigt die Gefahr, in der wir alle schweben. Und da können wir, da müssen wir einseitig sein und uns und unsere Frauen schützen. Ich will aber auch über das Positive reden. Warum stehen wir hier? Bei Wind und Wetter. Und ehrlich gesagt, keiner kann uns die Garantie geben, dass wir Erfolg haben werden und unser Vaterland retten. Wir sind trotzdem hier, weil wir uns selber retten wollen. Wir wollen morgens in den Spiegel schauen, ohne zu erbleichen. Wir tun das für Deutschland, aber wir tun das auch für unser eigenes Seelenheil. Unseren Kindern ein Beispiel zu geben und um uns selbst zu kräftigen, dass wir lieber aufrecht kämpfen, als auf Knien kapitulieren. Und es gibt positive Beispiele, die uns Mut machen in unserem Kampf. Zum einen möchte ich nennen die Tatsache, dass der ekelhafte U-Bahn-Täter aus Berlin-Neukölln verhaftet werden konnte. Das ist das Verdienst eines einzelnen Mannes, nämlich eines gewissen Michael Kuhr, Kickboxer und Personenschützer aus Berlin, der eine hohe Prämie ausgesetzt hat, damit Zeugen sich melden können und diese verbrecherische Bande identifizieren können. Die Zeugen haben sich nicht gemeldet bei der Polizei, weil sie Angst hatten, dass ihre Namen weitergegeben werden an die Verbrecher und sie dann selbst Besuch bekommen. Die haben sich gemeldet bei diesem Kickboxer und er ist dann zur Polizei gegangen. Und so konnte diese Bagage aufgedeckt werden. Das ist das Beispiel eines deutschen Mannes. Davon brauchen wir mehr. Es ist jetzt Schluss mit Weicheierei. Wir müssen unser Land schützen, wir müssen unsere Frauen schützen und wir haben die verdammte Pflicht, der Polizei zur Hand zu gehen, um diese Verbrecher dingfest zu machen. Und ich will nicht erleben, dass der rauskommt aus der Untersuchungshaft. Der soll gleich zurück nach Bulgarien und soll dort drüben leben, im Gefängnis in Sofia, bis er schwarz wird. Das andere gute Beispiel, die Befreiung von Aleppo. Die Islamofaschisten sind geschlagen und vertrieben worden. Und ich bedanke mich beim Mut der syrischen Soldaten und der russischen Piloten, die dieses Wunder möglich gemacht haben. Und jetzt kommt der CSU-Vize Michael Weber daher und sagt, wir sollten 20.000 aus Aleppo Flüchtende aufnehmen bei uns. Hat er eigentlich den Arsch offen? Was da jetzt aus Aleppo flüchtet, das sind die Islamisten und Kopfab-Dschihadisten. Die wollen wir nicht hier haben. Und diejenigen, die von dieser Sorte hier sind, die also aus Syrien geflohen sind, weil sie bei Assad nicht die Scharia durchführen konnten und die denken, bei Merkel haben sie mehr Glück, diese Sorte Syrer soll man sofort zurückführen, damit sie Assad in die dortigen Gefängnisse bringt. Wir haben natürlich auch die anderen Syrer hier, die geflohen sind vor den Dschihadisten. Aber auch zu denen muss man jetzt sagen, nachdem Aleppo befreit ist, ihr müsst zurückkehren und eure Heimat aufbauen. Ja.
Ihr müsst euch mal überlegen, dieser Afghane, der die Maria umgebracht hat, der war ja bei einer Familie privat untergebracht. Diese Familie hat am Tag von unserem Steuergeld 150 Euro bekommen, um den Typen zu verköstigen, der dann zum Mörder wurde. Wir sind im Monat 4.500 Euro. Wenn für dieses Geld, was nur einen Monat betrifft, für dieses Geld können wir die Flüchtlinge zurückschicken, dann können die sich ein Haus dort bauen. Ja? Das ist tätige Humanität und nicht den deutschen Steuerzahler ausplündern unter Lebensgefahr für die deutschen Frauen. In diese Richtung muss es gehen. Und wenn ich dann lese, Leute, wenn ich lese in der Lügenpresse, letzte Woche, die Massenabschiebungen haben begonnen. Und dann liest man. Und dann liest man, unter Massenabschiebung verstehen die, dass 34 Afghanen abgeschoben worden sind. Leute, ein guter Anfang wäre nicht 34, sondern 34.000. Und insgesamt geht es natürlich um mehr. Wenn ich den Seehofer reden höre, der immer als Lüge springt und als Bittvorleger von Merkel endet, der Seehofer sagt, wir brauchen eine Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen im Jahr. Leute, wir brauchen eine Obergrenze von minus einer Million im Jahr. Ich bin ganz optimistisch, was das Jahr 2017 angeht. Merkel wird in den Schwitzkasten geladen von Putin auf der einen Seite und Trump auf der anderen Seite. Und wir bekommen Gerd Wilders hoffentlich als Premier in Holland und Marine Le Pen im Präsidentenpalast von Paris. Und dann muss es natürlich in Deutschland, muss an der Sack zugemacht werden. Und da steht die AfD in der Pflicht, aufzuhören mit diesen Streitereien und Abgrenzereien. Und deswegen begrüße ich es besonders, dass der Abgeordnete, Landtagsabgeordnete aus Berlin, dass Herr Wild jetzt gleich hier bei Pegida sprechen wird. Das ist ein wichtiges Signal an die Partei, die Einheit zu suchen. Wir brauchen AfD, wir brauchen Pegida, wir brauchen die Identitäre Bewegung, wir brauchen die Zeitschriften wie Kompakt. Das ist alles die große Einheit des deutschen Volkes und nur so gelingt der Wandel. In diesem Sinne wie immer Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich, mit Herz und Hand. Ich danke euch. Danke, Jürgen Elsasser. War sehr mitreißend. Und jetzt begrüße ich unseren Lutz zurück. Der war nämlich mal kurz nebenan und hat sich sein Geschenk geholt. Ja, ich habe so ein wunderschönes Herz Dresden Respekt, mein Herz für Dresden Respekt. Das wird da drüben auf der anderen Veranstaltung da kostenlos verteilt, gesponsert von der CE-Gruppe, das ist die Immobiliengruppe aus Berlin irgendwie. Da sitzen die. Witzig an der ganzen Geschichte, weswegen ich das jetzt hier oben habe, ist, weil das ist ja politisch inkorrekt, was wir dort machen. Hier steht eben hinten drauf, brauner Lebkuchen. Also, das darf man jetzt getrost als Eigentor, wie ich immer wieder sage, rot und grün gebraun und schon sieht es aus. Brauner Lebkuchen wird also bei denen verteilt. Das passt ja zu ihrer Gesinnung in Sachen Meinungsfreiheit und allem. Geht mir richtig gut rein, muss ich da richtig lachen. Geht natürlich, gebe ich natürlich zurück. Kein Spaß. Weltklasse. Brauner Lebkuchen auf der Veranstaltung, einer Hilfe. Passt. Und dann müssen wir beim nächsten Lied nehmen. Moment. Da macht man sein Mist alleine. Jetzt habe ich was ganz Besonderes für euch. Wir singen wieder ein Lied. Ich hoffe, ihr könnt es alle mitsingen. Es ist nicht auf der Karte drauf. Aber ich habe den Winfried hier. Winfried? Winfried?
Und zwar kommt jetzt das Steigerlied. Hallo Dresden! Das Erzgebirge grüßt euch alle mit einem herzlichen Glück auf! Wir werden jetzt gemeinsam dieses Lied singen. Glück auf, der Steiger kommt und der hat sein helles Licht bei der Nacht und der hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet, schon angezündet, schon angezündet. Das gibt ein Schein, und damit so fahren wir bei der Nacht, und damit so fahren wir bei der Nacht ins Bergwerk, ins Bergwerk ein, ins Bergwerk ein, wo die Bergleute sein. Die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht, die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht, aus Felsgestein, aus Felsgestein, aus Felsgestein, graben sie das Gold und im schwarzbraunen Mädelein bei der Nacht. Und im schwarzbraunen Mädelein bei der Nacht, dem sein sie hold, dem sein sie hold. Und kehr ich heim zum Schätzelein, erschallt des Bergmanns Gruß bei der Nacht, erschallt des Bergmanns Gruß bei der Nacht. Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf. Danke Dresden und allen Patrioten Deutschlands. Danke Winfried, das war unser Wort. Wir sind vor. Genau, Engelhardt, wir sind vor. So, und jetzt möchte ich jemanden ankündigen, der Jürgen Ilsasser sagte schon, und zwar möchte ich hier auf der Bühne begrüßen den Herrn Andreas Wild, Mitglied des Abgeordnetenhauses und von der AfD Berlin. Danke, liebe Freunde, für die tolle Begrüßung. Das Mikro etwas näher, jetzt. Danke, liebe Freunde, für die Begrüßung. Völker der Welt, schaut auf diese Stadt, sagte 1948 Ernst Reuter im geteilten Berlin. Eine Stadt, die für den Lebenswillen der Berliner gegen die kommunistische Übermacht stand. Okay. Völker der Welt, schaut auf diese Stadt, sage ich heute hier in Dresden. Eure Pegida zeigt in Dresden den Lebenswillen der vernünftigen Kräfte Deutschlands, die sich der Islamisierung, der vernünftigen Kräfte Deutschlands, die sich der Islamisierung entgegenstellen. Einer Islamisierung, die mit den Händen zu greifen ist. Ist unsere Heimat. Deutschland ist unsere einzige Heimat. Wir wollen gefragt werden, wenn unsere Souveränität verschenkt wird. Wir wollen gefragt werden, wenn Gäste aufgenommen werden sollen. Und wir wollen gefragt werden,
in unserer Spartes an Fremde verschenkt werden soll. Bei allem Ärger vergessen wir aber nicht, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Wir vergessen das nicht. Aber unsere Regierung scheint es mit dem Rechtsstaat nicht so genau zu nehmen. Angela Merkel beschwört ihn, wenn es gilt, ihr utopisches Weltbild zu verteidigen, aber sie tritt den Rechtsstaat mit Füßen, sie bricht Verträge und Gesetze ohne Scham, wenn die brutale Realität nicht ihren Wunschträumen entspricht. Das ist so laut, das hört man bis nach Berlin. Super. Dann rettet sie vertragswidrig den Euro mit unseren Milliarden und lässt einfach mal so 1 Million Menschen ins Land, rechtswidrig und unkontrolliert. Dieser Rechtsstaat, liebe Freunde, wenn er auch nicht immer richtig funktioniert, dieser Rechtsstaat ist neben uns Bürgern und neben unserem Land das höchste Gut, was wir haben. Das höchste Gut, was wir uns über Jahrhunderte erkämpft haben. Wir müssen dieses Gut schützen. Jeder einzelne von euch muss dieses Gut schützen. Und wir dürfen uns, liebe Freunde, nicht hinreißen lassen zu Taten, die diesen Rechtsstaat aushöhlen. Auch wenn andere diesen Rechtsstaat aushöhlen. Wir dürfen ihn nicht durch Gewalt aushöhlen. Und wir dürfen weder gegen Personen noch gegen Sachen Gewalt ausüben. Das gilt auch für verantwortungslose Politiker der Grünen und auch für den Laden der Linken, wo sich bekanntermaßen Vermummungen ziehen. Das gilt auch für jeden jungen Mann, der glaubt, bei der Antifa für die Menschlichkeit zu kämpfen, wenn er einen Brandsatz auf ein bemanntes Polizeifahrzeug wirft. Ja, ihr da hinten hört ihr das, ja? Und meine Freunde, keine Gewalt gilt auch selbstverständlich für die Asylanten. Es gilt für die Asylanten und die Sammelunterkünfte, in denen Menschen leben, die nicht nach Deutschland gehören. Uns hilft kein Gott, unsere Welt zu erhalten, danke Rat. Ich weiß nicht, ob uns Gott hilft, aber ich hoffe es im Stillen schon. Doch auch wenn uns Gott hilft, erhalten müssen wir unsere Welt selbst. Wir müssen sie erhalten. Erhalten wir unser schönes Land, erhalten wir unser freies Volk. In einer Woche ist Heiligabend. Seit einem Jahr. Maria Ladenburger hätte jetzt sicher auch gerne im Badischen mit ihrer Familie Weihnachten gefeiert. Aber sie wurde vergewaltigt und zu Tode gebracht. Maria Ladenburger ertrank in der Dreisa. Wir alle wissen, wer die Tat vollbrachte. Wir alle wissen, wie der Täter nach Deutschland kam. Und wir alle wissen, wer dafür verantwortlich ist. Gott habe Maria Ladenburger selig. Gerecht, richte er die Schuldigen! Deutsche Patrioten, es gibt, wie ihr wisst, vernünftige Kräfte in 12 Parlamenten des Landes. Im nächsten Jahr
wird die AfD auch in die Landtage vom Saarland, von Schleswig-Holstein und in das größte Bundesland Nordrhein-Westfalen einziehen. Und im Herbst Im Herbst ziehen wir in den Deutschen Bundestag ein. Dafür brauchen wir alle Kräfte in den Parlamenten und auf der Straße. Bleibt der Straße treu, bleibt Deutschland treu. Auf der Straße brauchen wir euch, in den Parlamenten brauchen wir die AfD. Nun sagen mir einige Parteifreunde, man müsse sich als AfD von der Pegida auf Distanz halten. Auch bei Pegida hört man manchmal solche Töne. Aber habt ihr schon mal gehört, dass sich andere Parteien von den Bewegungen im vorpolitischen Raum, und so verstehe ich die Pegida, dass die anderen Parteien von den Bewegungen im vorpolitischen Raum distanzieren? Distanzieren sich die Grünen vom BUND? Die Sozialdemokraten von den Gewerkschaften? Oder werden die von den Linken? Nein, das tun sie nicht. Und ich sage euch, liebe Freunde, da können wir vom politischen Gegner lernen. Ob ihr Deutsche seid oder Deutschland liebende Ausländer, wer dieses Land, so wie es jetzt noch ist, wer dieses Land so erhalten will, der sollte die AfD unterstützen. Das sind ein paar ganz hartnäckige. Dankeschön. 2021 wird der Bundestag erneut gewählt. Bis 2021 haben wir Zeit, die noch zaudernden Deutschen zu überzeugen. 2021 können wir eine AfD-geführte Regierung haben. 2021 können wir einen AfD-Kanzler haben. Ab 2000. Björn, hörst du es in Thüringen? Björn, hörst du es? Ab 2021 wird die Vernunft wieder die Weichen in Deutschland stellen. Und dann, liebe Freunde, dann fahren die Deutschen nicht mehr aufs Abstellgleis. Dann fahren Sie Richtung Zukunft! Ich danke euch und ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Danke, Andreas Wild. Ich hoffe, dass das laut genug ist, diese Rufe nach unserer einzigen Alternative, die wir momentan haben, es gibt keine andere, wiederhole ich ja immer wieder. Ich hoffe, dass das bis in den Sächsischen Landtag jetzt gedrungen ist. Ich wiederhole meine Einladung über die nächste Ohrfeige. Ich lese es dann wahrscheinlich am Montag oder Dienstag, werde ich in der Zeitung lesen, dass wieder über die Zeitung dann, weil die Frau Petri uns ja nicht anruft. Ich lade sie wieder ein. Frauke Petri, das ist Ihre Bühne, das sind Ihre Wähler. Kommen Sie zu Pegida. Genau dasselbe gilt natürlich. Immer herzlich eingeladen. Björn, Höcke, André Poppenburg. Ihr seid alle eingeladen. Nutzt es. Ihr werdet es noch brauchen. Glaubt mir. Nutzt es. Weil das ist die größte Plattform, die man jemandem bieten kann. Und es geht nur gemeinsam. Deswegen, ich hoffe, diesmal kommt es an, ansonsten werde ich am Dienstag oder morgen dann die sächsische Teilung aufschlagen, war gewählt, gesagt, hey, nie mit dem Bachmann, mit dem Idioten, das war, kennen wir ja alles, die Spiele. Nutze es,
persönliche Befindlichkeit weg, hierher. Ich habe auch eine ganze Weile gebraucht, um das zu verstehen. Habe ja auch am Anfang mächtig geschossen da. Aber es geht einfach nur zusammen. Ansonsten sind wir, wie es der Jürgen Elser so schön gesagt hat, im Arsch. Es ist wirklich die letzte Hoffnung. Und damit übergebe ich an Diana für unser nächstes Lied. Genau, was machen wir als nächstes? Ohne Fröhlich, ne? Ohne Fröhlich, glaube ich, war das mal, ne? Fettel alle da? Super. Welche Tonart? Nicht so hoch, ne? Ja. Okay, dann singt ihr doch einfach mal los und ich steig ein. Und du seliger Herr, verloren, ist noch geboren, und er erfreut dich, o Christ, o du Fröhlicher, o du Seliger, Gnaden bringende Weihnachtszeit. Christus ist erschienen, uns zu versöhnen. Feuer, Feuer dich, o Christus. O du Fröhlicher, und du Seliger, Gnaden bringende Weihnachtszeit, himmlische Ehre, jauchzen dir Ehre, Feuer, Feuer dich, o Christus. Super, ist egal. Das war sehr tiefgreifend. Ja, genau. Also wir haben ja noch ein bisschen, da können wir noch ein bisschen üben. Als nächstes begrüße ich den Hans bei uns. Und zwar wird er uns mal eine kleine Geschichte erzählen. Passend. Ja, guten Abend. Ich möchte keine Geschichte erzählen, sondern ich möchte euch zu Weihnachten eine kleine Weihnachtspredigt halten. Kurz vorweg auch noch ein paar Bemerkungen. Ich bin noch Mitglied der evangelischen Kirche in Sachsen, die sich aber in eine Richtung bewegt, für die ich sehr, sehr traurig bin. Und hier nebenan hat oder spricht gerade der Landesbischof von Sachsen. Und ich vermute, er wird wieder für den Islam sprechen, dass der Islam doch eine Religion sei, wie unsere auch. Und dass Allah und der Gott der Christen noch dasselbe seien. Und da muss ich als Christ sagen, nein, das ist so nicht. Ich bete keinen Gott an, der seinem Propheten ein Buch diktiert hat, das nur so von Hass gegen Andersgläubige trieft und in dem ständig Gewaltaufrufe gegen Andersgläubige stehen. Und ich bete keinen Gott an, der Frauen als Menschen zweiter Klasse und Christen und Juden als Menschen dritter Klasse beschreibt, die auf einer Stufe mit Schweinen und Affen stehen. Nein, ich bete keinen Gott an, dessen Vertreter auf Erden brutalste Körperstrafen wegen geringster Vergehen verhängen und jede Art von Barmherzigkeit vermissen lassen. Nein, ich bete keinen Gott an, dessen Vertreter auf Erden die Weltherrschaft anstreben und jede Art von Demokratie, Meinungsfreiheit und Menschlichkeit ablehnen. Und weil sich nun kein offizieller Kirchenmann findet,
der die Wahrheit anspricht ist und sich von einem Herrn Bedford Strom, dem wir kennen ihn alle, den Bischof aus München, der dort sich für den Moscheebau engagiert. Also, ich finde es schlimm, dass es niemanden gibt, der sich von ihm distanziert. Und deshalb möchte ich das heute tun und euch eine Weihnachtspredigt halten. In der Weihnachtszeit wird der eine oder andere von euch, der sonst nie in eine Kirche geht, vielleicht doch mal einen Gottesdienst besuchen. Und dort wird man ihm dann erzählen von der heiligen Familie auf der Flucht, die so dringend ein Quartier brauchte und im Stall unterkam. Jetzt möchte ich euch vorlesen, wortwörtlich, was darüber wirklich in der Bibel steht. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Soweit die Bibel. Was war also wirklich gewesen? Josef und Maria sind nicht freiwillig als Flüchtlinge nach Bethlehem gegangen, weil es dort etliche Sozialleistungen abzufassen gab. Nein, sie mussten dahin, weil dort das für sie zuständige Finanzamt eine Filiale eröffnet hatte. Josef war nämlich Handwerker, der Werte schuf und damit Geld verdiente. Und an dieses Geld wollte der Kaiser in Rom ran. Er brauchte es, um Krieg am anderen Ende der Welt zu führen. Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Und fremd war Josef in Bethlehem auch nicht. Im Gegenteil, Bethlehem war die Stadt, aus der seine Vorfahren stammten. Man sprach dort die ihm geläufige Sprache, lebte die ihm geläufige Kultur, die er auch lebte. Moment. So, jetzt geht's weiter. Wie war denn das nun mit dem Stall und der fehlenden Unterkunft? Ganz einfach. Das einzige Hotel am Ort war restlos ausgebucht wegen der Volkszählung. Also kam ein findiger Bauer auf die Idee, seinen Stall zu vermieten. Ob und wie viel Miete er dafür kassiert hat, das steht nicht in der Bibel. Also lassen wir es offen. Aber jetzt geht's weiter in der Bibel. Ich zitiere wieder. Da sie, die heiligen drei Könige, hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef in Traum und sprach, steh auf und nimm das Kind und seine Mutter zu dir und flieh nach Ägyptenland und bleib allda, bis ich dir sage, denn es ist vorhanden, dass Herodes das Kindlein suche, dasselbe umzubringen. Und er stand auf und nahm das Kind und seine Mutter zu sich bei der Nacht und entwich nach Ägyptenland und blieb allda bis nach dem Tod des Herodes. Also nach der Geburt des Kindes musste Josef tatsächlich fliehen. Der regionale Fürst meinte, dass das Kind eine Gefahr für seine Herrschaftsdynastie werden könnte und gab den Befehl, alle neugeborenen Kinder zu töten. Also war Josef tatsächlich politisch verfolgt und das Kind in Leib und Leben bedroht. Was machte er nun? Er ließ nicht etwa Maria mit dem Kind in Bethlehem sitzen, um die beiden dann irgendwann später einmal nachzuholen. Nein, er nahm seine Verlobte und das Kind, das noch nicht einmal von ihm war, und zog mit den beiden nach Ägypten. Dort standen bestimmt nicht die Refugees Welkamrufer am Straßenrand, als sie mit ihrem Esel einritten. Ich denke mal, sie mussten ordentlich bezahlen für Quartier und Verpflegung. Geld hatten sie ja genügend, denn die heiligen drei Könige hatten ihnen Gold
Weihrauch und Ruhe geschenkt. Außerdem hatte Josef zwei geschickte Hände und eine gute Ausbildung, sodass er auch in Ägypten den Lebensunterhalt für die kleine Familie verdienen konnte. Auf die Idee, den Ägyptern seine Religion und seine Bräuche aufzuzwingen, ist er wohl nicht mal im Traum gekommen. Nachdem der Kindermord in seiner Heimat vorbei war und somit keine Gefahr für ihn und das Kind mehr bestand, ist er natürlich sofort wieder zurück in seine Heimat gegangen. Solche Flüchtlinge lobe ich mir. Und mit solchen Flüchtlingen möchte ich gemeinsam friedlich das Fest des Friedens und der Liebe feiern und ihnen sagen, Jesus ist auch für euch auf die Welt gekommen, um euch von Gewalt, Terror und religiösem Fanatismus zu erlösen. In diesem Sinne wünsche ich allen Menschen ohne Ausnahme ein gesegnetes Christfest. Noch einen kleinen Nachsatz habe ich. Ich frage jetzt hier in die Öffentlichkeit, gibt es wirklich in Sachsen keine Pfarrer, die ähnlich wie die bekennende Kirche in der Nazizeit eine Gruppe von glaubensfreien Theologen gebildet haben? Wenn ja, hier ist die beste Bühne, um damit einmal an die Öffentlichkeit zu treten. Danke, Hans. Das war ganz super gemacht, wirklich auch. Jetzt gebe ich den Wolfgang mal kurz zu mir. Hans! Danke, Hans! Danke, Hans! Danke, Hans! Danke, Hans! Danke, Hans! Servus, Dresden! Hallo Patrioten hier am Theaterplatz und zu Hause am Livestream. Die beste Bühne ist nicht so mit den Zuschauern, die davor stehen. Deswegen danke für die große Unterstützung und den Zuspruch in diesem Jahr. Lasst nicht nach, Widerstand zu leisten. Geht weiter für den friedlichen Protest auf die Straße, egal wo. Lasst nicht zu, dass die korangläubigen Muslime, die linksfaschistischen Terroristen und die verlogenen und unfähigen Regierungsdiktatoren unser Land weiter kaputt machen. Widerstand! 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 Ich unterstreiche das mit folgendem Zitat. Als die Nazis die Kommunisten holten, hat er geschwiegen. Er war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperren, hat er geschwiegen. Er war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, hat er geschwiegen. Er war ja kein Gewerkschafter. Als sie ihn holten, gab es keinen mehr, der dagegen protestieren konnte. Deswegen bleibt auf der Straße, denn nur hier werden wir gehört und gesehen. Friedliche Weihnachten, wir sehen uns im neuen Jahr. Danke, Wolfgang. Die Helene? Wir kommen wieder. Hallo, Dresden! Auch ich wollte es heute nicht nehmen, euch ein wunderschönes Weihnachtsfest zu wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und vor allen Dingen doch irgendwo, ich als junge Mama mit einem 5-jährigen Mädchen und einem Baby im Bauch, ich werde es beide so haben. Ich glaube an unsere Traditionen, an unser Land und an euch. Denn mit euch haben wir so viel schon erreicht. Und wir werden uns weiter dazu auf die Straße begeben und werden denen da oben das zeigen, dass auch 2017 wir nicht untergehen und wir bleiben, um zu siegen. Ich wünsche
euch wirklich von ganzem Herzen ein tolles Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben mit viel Frieden und Traditionen, an denen wir festhalten werden. Und ich habe noch für das Orga-Team eine Kleinigkeit, wenn der Lutz da mal zu mir kommen würde. Ich möchte mich ganz doll bei euch bedanken für die Hilfe, die ihr mir gegeben habt. Ganz klasse, was ihr euch immer wieder auf die Beine stellt, auf Musiki und alle, die hier mitwirken, ob es die Security sind, die aufpassen auf euch, dass uns nichts passiert. Und ich habe ein kleines Unikat für euch, was ich selber gemacht habe. Und ich hoffe, ihr habt es also auch selber gemacht. Ja? Alles Demonstranten. Also, die es jetzt nicht sehen, ich denke, es kommt dann auf die Seite. Es ist eine Pyramide, die ich gebaut habe, mit Patrioten und Schildern, wie Merkel muss weg, Pegida. Ein kleines Mädchen mit einer Deutschlandfahne drauf. Ja, ich hoffe, ihr habt viel Freude damit. Und ich wünsche euch auch ganz tolle Weihnachten. Friedliche Weihnachten in der Familie, im Kreis. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, wer sich nicht mehr daran erinnert, dann ist das die Helene, ehemals von Pegida Chemnitz, die aber aufgrund der Babypause jetzt immer eine Pause eingelegt hat. Patrioten-Babypause, genauso. Ist das eigentlich von dem ein? Nee, also ich will keine Details, bitte. Geht dann doch zu weit. Ich würde sagen, es ist Zeit, unsere Hymne zu singen, oder? Ach so, ich bin falsch. Guten Abend, Dresden. Aufgrund, dass wir heute so gute Redner hatten, habe ich mir gespart, eine eigene Rede zu schreiben. Ich möchte mich im Namen von allen, von ganzen Team, bei euch bedanken für euer Durchhaltewillen, für euren Mut. Und eins ist Fakt. Solange ihr hier seid, werde ich hier sein. Und wenn ich hier zum Schluss irgendwann mal alleine stehe, dann ist es so. Aber ich bleibe auf der Straße. Freunde, es gibt viele Möglichkeiten, noch Gesicht zu zeigen, weil wir gerade hier im Livestream sind. Am Mittwoch vor dem Rathaus in Fürth mit Pegida Nürnberg kriegt der dortige Stadtrat und der dortige Bürgermeister ein paar ordentliche Lieder gesungen. Und ab dem Januar, und zwar genau ab dem 11. Januar, ist wie immer jeden Mittwoch der Merkel-muss-weg-Mittwoch mit einem stillen Protest direkt vor dem Kanzleramt. Keine Linken, keine Störer, weil es ist eine Bannmeile. Wenn ihr in Berlin seid, wenn ihr in Berlin Leute kennt, aktiviert sie jeden Mittwoch 18 Uhr vor dem Kanzleramt. Freunde, ich wünsche euch eine friedliche Weihnachtszeit. Rutscht gut rein ins neue Jahr. Und wir sehen uns mit Pegida wieder, ich kann auch nicht sagen wo, auf jeden Fall am Montag, dem 9.1. geht es weiter. Auf ins neue Jahr, tankt die frische Kraft, informiert euch, bleibt informiert. Danke euch. Und jetzt übergebe ich nochmal kurz an Lutz. Ja, übrigens, du warst Fettangst, hat dich hören wir ja nicht alleine, das haben wir auch genug gesehen. Also werde ich mit dir weiter hier stehen. Was da rauskommt, davon bin ich ausgegangen. Freunde, auch von mir nochmal vielen Dank für alles, dass ihr mit uns hier seid, dass ihr Gesicht zeigt, euch nie einschüchtern lasst. Das ist unbeschreiblich. Über 2 Jahre. Aber was wir bewegt haben in den 2 Jahren, das könnt ihr mittlerweile teilweise sogar in den Medien sehen, hat sich auch etwas minimal sich geändert. Aber wo ihr es definitiv sehen könnt, ist es in dem Wahlprogramm aller sogenannten etablierten Parteien. Diese ganzen Volksräder sind sich nicht zu doof, unseren Forderungskatalog und unsere 10 Dresdner Thesen jetzt ins Wahlprogramm aufzunehmen. Die das. Und die haben es natürlich alles selber erfunden dort. Ne? Die haben sich bloß vor Pegida noch nicht getraut, das zu sagen. Denke ich mal, dass es so gelaufen sein wird. Es ist wirklich so. Und wenn man das sieht, wir haben die Deutungshoheit wirklich in Deutschland ein ganzes Stück verschoben. Und jetzt geht man aber nicht aus, sondern machen weiter. Gemeinsam, wie es der Andreas vorhin gesagt hat von der AfD Berlin, gemeinsam mit der AfD. Und ich denke mal,
Wir bekommen das geregelt und es wird 2017 ein grandioses Jahr für Europa werden. Das hoffe ich zumindest. Wie Sie alle gesagt haben, schon Wilders, Le Pen und dann in Deutschland die AfD. Wir schauen mal, wie viel am Ende rauskommt. Ich traue mir ein höheres zweistelliges Ergebnis zu, also um die 20-25% vielleicht. Wir brauchen uns keine Illusionen machen, dass die absolute Mehrheit erreicht wird. Spielt wirklich, wird nie laufen. Ich hoffe nur, dass dann keiner umkippt in der AfD und irgendwelche Mauschelgeschäfte macht mit den anderen, nur um einen Regierungsposten zu kriegen, sondern hier heißt es wirklich für uns auf der Straße und für die AfD frontal Opposition. Nichts anderes geht, weil die sowieso machen, was sie wollen oder so. Also, in diesem Sinne würde ich sagen, es ist jetzt Zeit für die Jana und unsere Hymne, dass wir gemeinsam unsere Hymne singen. Wir sehen uns wieder am 9. Januar, 18.30 Uhr, das steht fest. Der Ort wahrscheinlich angemeldet für Altmark. So darf ich es ausdrücken, ich darf nicht sagen, wir sind auf Altmark, aber ich darf sagen, angemeldet ist es für den Altmark in Dresden. Wir sind heute mit einem schönen Spaziergang. Und jetzt übergebe ich an die Jana. Okay. Hallo, mit denen alle? Eben ist lauter als ich, ist klar, okay? Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Hochverband. Im Ganzen dieses Glückes blühe deutsches Vaterland. Im Ganzen dieses Glückes blühe deutsches Vaterland. Danke, Dresden! Und ganz klasse, dass heute viele, viele mitgesungen haben. Danke, Sigi. Dann nehmt mir die Worte aus dem Mund. Ja, damit sind wir am Ende. Auch mit der Veranstaltung, sag ich mal. Auch von mir ganz liebe Weihnachtsgrüße. Genießt es in euren Familien mit euren Lieben. Und wir sehen uns am 9. Januar wieder und ich beende hiermit die Veranstaltung. Ja.